Recht herzlich willkommen zur 264. Folge von City Skylines. Wir sind dabei, den mittleren Bereich dazu machen, aber ich habe letztes Mal hier gesehen, da können wir gerade noch das wieder anschmeißen. Und der Rest da oben ist noch einer. Das können wir gerade noch machen und hier rechts ist auch noch einer, dass das wieder läuft. Und hier unten machen wir den dann gerade auch noch. So, dann ist gut. Dann gehen wir jetzt auf den mittleren Bereich hier. Da die Ursprungsinsel war das, glaube ich, sogar, ne? Und müssen jetzt mal gerade schauen, wo hier was ist. Also wir haben Industriegebiet hier unten. Das heißt, wir sollten vielleicht hier die Linie so bauen, dass sie das alles mitnimmt. Also hier lang, da lang und dann so im Kreis vielleicht machen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Hier haben wir natürlich auch ganz viele große Sachen, Haltestellen. Da würde ich jetzt mal sagen, können wir hier, nein, da fangen wir da gerade nicht an, weil da ist gerade schlecht mit Haltestelle. Er möchte da eine Haltestelle hinsetzen. Wo möchte ich die hinsetzen? Da. So. Ich möchte da lang fahren. Möchte hier lang fahren. Da lang fahren. Ist eigentlich Blödsinn, da lang fahren, ne? Weil wir haben ja hier schon die Straßenbahn. Dann lass uns da nicht lang fahren, sondern wir fangen da an und kommen dann hier irgendwo rein. Ja, das sieht doch gut aus. Da lang. Fahren da lang. Nehmen hier noch einen Umsteiger mit. Fahren aber dann hier wieder rein. Ja. Muss dann aber da raus, okay. Dann mach den mal weg und mach den wieder dahin. So sieht's besser aus, ne? Fahren dann dort lang. Fahren, wo sind wir denn? Da sind wir. Sind da aber in eine Sackgasse geraten. Okay, das bedeutet, die kann da auch weg. Sondern muss dann hier lang gefahren werden. Fahren dann parallel hier lang. Warte, da war schon eine Haltestelle. Dann lass sie uns hier nochmal machen. Fahren da rein. Fahren da rein. Da ist Sackgasse, da nicht. Aber wir können mal diesen Bereich nehmen hier. Fahren dann hier lang. Und dann da lang. Dann hier runter. Vielleicht mehr hier hin. Warte, da ist, na, können wir hier noch eine setzen. Setzen dann hier eine. Da eine. Dort eine. Hier nehmen wir wieder einen Umsteigebahnhof mit. Also, Bahnhof ist gut gesagt, ne, ist keiner, aber wir wissen, was wir meinen. Und ziehen dann, wo ist denn diese Linie jetzt hier am Fahren? Also doch nicht da lang, weil hier geht's irgendwie doch nicht lang, sondern da lang. Okay. Ja, machen wir da. Kommen dann da raus. Die können dann da umsteigen. Und müssen dann hier irgendwo noch in das Wohngebiet rein. Das hatten wir schon immer so gemacht, ne? Wo ist die andere? Da. Ja. Dahin. Dorthin. Dahin. Und da auch wieder hin. Fahren dann hier lang. Nimm das mit. Komm hier lang. Komm hier lang. Und
schließen da wieder. So, da haben wir alle einiges mitgenommen hier an diesen Bereichen hier, denke ich mal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da sind wir durch. Da, hier sind wir auch durch, ne? Oder wie war das? Ja, hier sind wir auch durch. Gehen jetzt in den höheren Bereich und machen da das auch nochmal. Müssen aber gerade mal gucken, wo noch ein Industriegebiet ist. Ist immer noch hier unten das. Und ja, fahren vielleicht diesen Bereich ab nach hier unten. Ja, da, dort ist klar. Und kommen jetzt mal hier mehr lang. Aber ich glaube, wir gehen hier los. Fahren hier los. Sind da. Sind da. Wechseln hier die Bahnstrecke mit. Drehen da um. Da gibt es keinen Weg rein, das ist schade. Machen wir da. Fahren dann hier hoch. Nee, da ist nichts. Dann müssen wir da lang. Dort lang. Kommen da lang. Fahren dann hier rüber. Kriegen hier den Bereich auch wieder mit. So. Drehen dann auch in diese Straße rein. Gibt es da eine Bushaltestelle irgendwo? Nein. Die ist dann da. Fahren da. Kommen wir aber da nicht hoch. Können dann hier umsteigen. Dann warte mal, lass die wegmachen und lass die doppelt machen. Und fahren dann da rein. Hier hoch. Kommen dann da lang. Steigen hier eigentlich auch um, oder? Wo fängt denn die an? Da oben. Dann gehen wir hier noch hin. Da noch hin. Und schließen. So, dann haben wir das auch. Das heißt, wir haben den Bereich, wir haben den Bereich, wir haben den Bereich. Jetzt müssen wir hier oben weiter gucken. Also die hier müssen wir darüber anschließen, denke ich, mit dem da. Gut, das bedeutet, hier ist ja alles ziemlich erschlossen. Wir fangen mal hier an. Fahren da lang. Das sind Sackgassen, ne? Ah, hier kann man drehen, oder? Ne, da kann man auch nicht drehen, da ist auch zu. Aber da kann man fahren, okay? Da. Dort. Da. Dort. Man kann auch da lang fahren. Ne, dann machen wir den mal weg. Und fahren lieber hier lang. Und nehmen das hier mit. Ja. Kommen dann hier vorbei. Fahren dann hier vorbei. Dort lang. Nehmen diesen Bereich auch mit. Hier. Und wo kommen wir da umgedreht? Gute Frage, ne? Und dann müssen wir da drehen. Aber wo wird hier gedreht? Okay, wenn, dann fahren wir auch gerade hier noch rein. Ja, das geht sowieso nicht anders. Dann machen wir das hier. Und hier, da, nochmal hier, oder da, haben wir hier noch einen, ja, da, und
wollen ja dann in dieses Industriegebiet hier rein, das hier nicht mehr angeschlossen ist. Also da, dort und ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir da definitiv nicht da hochgekommen sind. Kommen wir da raus, ja. Da lang, da lang, dort lang und schließen. So, und jetzt haben wir hier oben minimales Industriegebiet dabei, oder? Ja, hier. Aber wir haben auch blaue Zonen. Doch, da hinten ist ja auch noch. Und da haben wir ja auch noch. Und nee, da nicht, aber da. Aber dann ist das ja auch erstmal vertretbar, würde ich sagen. So, das haben wir dann da. Gut, dann schauen wir mal hier. Ja, wo schließen wir diese an? Eigentlich hier so rum und dahin. Das hier muss mitgenommen werden. Okay, dann schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Da unten ist ja irgendwo diese Station, ne? Wie kriegen wir die Station hin? Gute Frage, das müssen wir mal schauen. Wo ist die denn erreichbar? Ich sehe jetzt hier nicht den Fußweg dahin. Ah, hier ist die Straße, okay. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen die Haltestelle hier so irgendwie hinbauen. Die Straße geht da irgendwie drunter her. Okay, Industriegebiet ist hier. Da. Da ist Sackgasse. Das bedeutet, wir machen das dahin. Können das hier noch mitnehmen. Machen wir hier einen hin. Und da hinten einen hin. Kommen hier wieder raus. Wo wollen wir hin? Nach da drüben, ne? Da müssen wir jetzt gerade mal überlegen. Ja, da lang so, ne? Und da, wo die Straßenbahn ist. Ja. Da lang. Dort lang. Dort lang. Dort lang. Und schwierig hier, ne? Da lang. Okay, dann kann man da reinfahren. Dann machen wir das und da raus. Gehen hier mit hin, Wechselhaltestelle. Und fahren nochmal hier rein. Da lang. Warte mal. Dann machen wir da die weg, die weg, die weg. Und dann setzen wir lieber die dahin. Und dahin. Und fahren dann hier lang. Da lang. Dort lang. Nehmen hier die Stelle mit. Gehen da lang. Können da nochmal wechseln. Und
Und fahren dann, tja, wo fahren wir dann lang? Hier eigentlich durch, ne? Da. Da ist zu. Da nochmal. Da nochmal. Und kommen dann hier lang. Da lang. Ja, da geht's so durch, ne? Da lang. Dort lang. Da lang. Hier zurück. Da lang. Ist hier irgendwo eine Haltestelle? Ja, da. Dann machen wir die auch da lang. Da, oh ja, da können wir schließen, oder? Fertig. Dann haben wir das da auch geschafft. Das bedeutet, dass wir den unteren Bereich unterhalb dieser Bahn sozusagen, ein bisschen sind wir hier zwar auch drüber, aber darunter, den Bereich fertig haben. Das heißt, wir müssen nächstes Mal hier machen und da oben machen. Alles klar, dann sind wir da auch einen Schritt weiter. Müssen wir mal schauen, dass wir es hinkriegen. Haben hier noch so gerade zwei Sachen zu machen. Ja. Ja, die Geschichte wird dann immer besser mit dem Fahren und hoffen, dass wir das hinkriegen, ne? Hatte ich nicht eben noch so ein Zeichen mit diesem Koffer da? Nee, wohl nicht. Ja, gut, okay, kriegen wir hin. Da ist noch auf jeden Fall eins. Das machen wir jetzt auch noch. Die Mülldeponie leer. Alles klar, dann sind wir wieder einen großen Schritt weiter. Müssen gucken, dass das weiterläuft. Wir können gerade einmal noch in die Bilanz reingucken. Nahverkehr, wie sieht's aus? Okay, aber die Kosten sind doch schon, glaube ich, geringer geworden, kann das sein? Ja, wir werden das im Auge behalten und schauen, dass das hier besser wird. Auf jeden Fall ist die U-Bahn gut unterwegs. Straßenbahn, naja, da ist noch Minus. Vielleicht wird das aber auch besser, wenn wir das jetzt hier irgendwann fertig haben, weil die ja auch kreuzen etc. und so fort, ne? Ja, müssen wir weiter gucken, ne? Taxen, Minus, alles andere macht noch Minus, ja. Okay, dann würde ich sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Falls ihr die Glocke noch nicht anhabt, macht sie an, dann kriegt ihr eine Info, wenn das nächste Video kommt. Und in den Kommentaren kann man natürlich richtig schön was reinschreiben, was gut ist, was schlecht ist. Und wir werden weitersehen. Alles klar, bis dann. Tschüss.